Hallo. Ich denke, wir starten dann langsam mal. Die meisten Personen sind schon da. Ich erzähle noch ganz kurz etwas gleich zu den sogenannten Housekeeping Rules hier. Und dann geht es auch direkt in die Tiefe. Ansonsten nochmal herzlich willkommen zum Thema Lookup Tool und Termfinder. Mein Name ist Christian Großpietsch. Herzlich willkommen. Ganz kurz zu Beginn. Das Webinar wird aufgezeichnet, das heißt, Sie werden später die Möglichkeit haben, das auch entsprechend auf unseren Kanälen nochmal anschauen zu können. Es wird ungefähr 40 Minuten Präsentation sein. Ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen weniger Zeit benötigen, der Tatsache geschuldet, dass das Tool tatsächlich auch sehr intuitiv und übersichtlich ist. Ansonsten haben Sie nachher auch die Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen. Das wird dann in schriftlicher Form passieren. Und sollten wir einige Fragen aufgrund der Zeit oder Ähnliches nicht beantworten können, dann liefern wir die Antworten natürlich nach. Und bitte stellen Sie Ihre Fragen in dem sogenannten Q&A vom Zoom-Client, damit wir das Ganze dann entsprechend auch nachverfolgen können. Ansonsten ganz kurz zu mir. Ich bin heute der Presenter. Mein Name ist Christian Großpitsch. Ich bin Solution Engineer bei MemoQ. Ich bin noch relativ neu im Team. Ich habe einen Hintergrund in Informatik und Übersetzung und möchte Ihnen heute unsere beiden Tools, Termfinder und Lookup Tool, zeigen. Das Ganze, ich zeige Ihnen eine kurze Präsentation. Anschließend machen wir eine schöne kleine Live-Demo und dann der Fragenteil. Worum geht es heute? Es geht zum einen um Termfinder. Das ist eine einfach zu bedienende Web-Oberfläche, mit der Sie die Recherche eines zentral verwalteten Glossars ermöglichen können, inklusive einer Vorschlagsmöglichkeit. Und das zweite Tool, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist das Lookup-Tool, ebenfalls eine einfach zu bedienende Web-Oberfläche. Ebenfalls für die Recherche in zentral verwalteten Glossaren und Translation Memories. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, eine Konkordanzsuche durchzuführen, sowie die Suchergebnisse zu exportieren. Stichwort zentral verwaltet. Der Vorteil dieser beiden Tools ist, dass Sie quasi auf die MemoQ-Ressourcen drauf zugreifen, beziehungsweise Qterm. Das heißt, Sie machen ohnehin schon die Terminologieverwaltung, die Translation Memory-Verwaltung in MemoQ. Und können dann quasi darauf dann durch diese beiden Tools direkt darauf zugreifen und haben die Daten dann immer an einem Platz aktuell vorgehalten. Und die Daten können entweder in Echtzeit abgerufen werden, das ist in dem Fall beim Lookup-Tool der Fall, oder es wird in regelmäßigen Abständen synchronisiert, üblicherweise dann nachts, sodass Sie dann in Termfinder dann auch immer die aktuelle Version des Glossars vorgehalten haben. Was können Sie mit diesen Tools alles machen? Wie schon gesagt, Sie haben die Möglichkeit, dadurch, dass diese Tools browserbasiert sind, sie mehreren Personen zugänglich zu machen, die entweder gar keinen direkten Zugang zu MemoQ selbst haben, also in dem Fall gar keinen MemoQ-Client oder MemoQ-Web-Zugriff haben. Personen, die sich vielleicht auch gar nicht mit diesen Tools auskennen und auch nicht auskennen möchten, sondern eigentlich nur auf die schnelle Terminologie oder Ähnliches suchen möchten. Sie können zusätzlich die Möglichkeit bieten, dass andere Abteilungen oder Personen auch Terminologie-Vorschläge machen können. Ich zeige Ihnen das auch gleich in der Live-Demo. Es gibt eine Art Formular, in dem neue Termkandidaten vorgeschlagen werden können. Diese gehen dann automatisch an die Terminologieverantwortlichen, an die Terminologieabteilung und können dann zukünftig ebenfalls in die Glossare aufgenommen werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Inhalte natürlich dann auch mehrsprachig bereitzustellen. Das heißt, Abteilungen oder Personen, die jetzt nicht unbedingt eine Übersetzung beauftragen möchten, können dann aber dennoch in vorhandenen Übersetzungen und Ressourcen nachgucken, wie das in der Vergangenheit gemacht wurde, damit das Ganze unternehmensweit nach wie vor auch konsistent bleibt. Und Sie haben nur eine Suche für alle Ressourcen. Das heißt, Sie können parallel in mehreren Translation Memories suchen. Sie bekommen Ergebnisse auch aus der Terminologiedatenbank. Ebenfalls auch die Konkordanzsuche ist möglich. Das heißt, Sie durchsuchen quasi alle freigegebenen Ressourcen, ohne da punktuell pro Ressource vorgehen zu müssen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, auch die Bilder anzeigen zu können, sofern vorhanden. Das heißt, in einer Technologiedatenbank, in der gegebenenfalls auch Bilder gespeichert sind, können Sie diese auch im Browser mit anzeigen lassen. Und bestimmte Ergebnisse, die Suchergebnisse, können Sie auch exportieren. Das ist hier standardmäßig das Microsoft Excel-Format, um sie dann gegebenenfalls für andere Zwecke weiterzuverarbeiten oder weiterzureichen. Und noch einige nette Features mehr. Sie haben zum einen auch die Möglichkeit, das Interface anzupassen. Das ist beim Termfinder zum Beispiel das Branding. Das heißt, Sie können dies quasi mit Logo und Farben
des Unternehmens oder des Verwendungszwecks entsprechend anpassen, damit es sich vom Look and Feel perfekt in das Unternehmen mit eingliedert. Sie haben auch die Möglichkeit, die vorhandenen Metadaten, die Sie aus MemoQ automatisch mitgeliefert bekommen, entsprechend anzupassen im Sinne von, was möchten Sie alles anzeigen, was möchten Sie nicht anzeigen. Sie haben dann auch die Möglichkeit, diese Termvorschläge bestimmten Gruppen zur Verfügung zu stellen in Form eines gemeinsamen E-Mail-Postfaches oder einer E-Mail-Weiterleitung oder direkt an die oder den Terminologieverantwortlichen zu schicken, sodass dann wirklich auch gezielt diese Vorschläge bearbeitet werden können. Und Sie haben auch die Möglichkeit, den Update-Intervall entsprechend anzupassen. Das kann zum einen komplett manuell sein, das heißt, jemand macht manuell die Importe und Exporte für Termfinder. Oder Sie lassen das Ganze zum Beispiel automatisiert über Nacht laufen, sodass am nächsten Morgen automatisch immer die neuen Inhalte zur Verfügung stehen. Auch das Lookup-Tool kann angepasst werden. Das Lookup-Tool ist ein bisschen komplexer, Sie werden es auch gleich sehen. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, die Translation Memory Inhalte zweisprachig darzustellen. Und für die, die ein bisschen technischer unterwegs sind oder für die das relevant ist, können Sie zum Beispiel die sogenannten Inline-Tags oder generell die Tags mit anzeigen lassen, sodass dann auch bestimmte Grafiken und so weiter, Grafiker selbst da mitarbeiten können. Sie können, wie gesagt, die Inhalte und die Suchergebnisse auch exportieren. Wenn Sie das nicht möchten, kann das entsprechend auch unterbunden werden. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, nach Metadaten entsprechend zu sortieren und zu filtern oder eben zu sagen, welche Metadaten generell gar nicht erst angezeigt werden sollen. Sie haben dann auch die Möglichkeit, als Administrator festzulegen, in welchen Ressourcen möchten Sie denn überhaupt Ihre Benutzerinnen und Benutzer suchen lassen, sodass auch da schon eine Vorauswahl getroffen werden kann. Und das Ganze kann entsprechend dann auch mit Benutzergruppen so sortiert werden, dass bestimmte Personen nur Zugriff auf einige Inhalte haben, andere nicht. Und eine Besonderheit auch in diesem Tool, Sie haben die Möglichkeit, sowohl in den Working- und Master-Terms zu suchen, können aber auch bei der Suche ganz gezielt sagen, Sie möchten nur in einem der beiden suchen. Und auch das zeige ich Ihnen gleich. Wie gesagt, als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Ressourcen von vornherein festzulegen. Als Anwender selber haben Sie dann aber noch die Feintune-Möglichkeit, nochmal genau zu sagen, in welchen Inhalten Sie gezielt suchen und gegebenenfalls auch vergleichen möchten. Noch kurz etwas Technisches dazu bezüglich Deployment und Sicherheit. Hier auch auf das Lookup-Tool. Beide Termfinder und Lookup-Tool laufen als Applikationen auf dem Microsoft Windows IIS-Server. Das ist idealerweise auch der MemoQ-Server. Das kann aber auch ein anderer Server sein, solange die Verbindung zum MemoQ-Server in irgendeiner Form besteht. Sie benötigen für das Lookup-Tool die Ressourcen-API und wenn Sie Funktionalitäten wie Gruppenmanagement und MemoQ-Login verwenden möchten, ebenfalls die Web-Service-API und für Termfinder benötigen Sie nur die Web-Service-API. Beide Tools unterstützen SSO bzw. andere OIDC-Provider. Sie können für das Lookup-Tool auch die bereits vorhandenen MemoQ-Benutzernamen und Passwort verwenden, sofern Sie die Web-Service-API mit einbinden. Und es sind zudem auch andere externe ID-Provider möglich. Ansonsten benötigt das Lookup-Tool eine Web-Lizenz für die Nutzung. Sollte mal eine Web-Lizenz nicht verfügbar sein, würde automatisch eine Projektmanagement-Lizenz aus dem Pool verwendet. Für Termfinder brauchen Sie in dem Fall keine Lizenz. Und wir empfehlen natürlich die Installation seitens unseres Business Services-Teams. Im Prinzip ist die Installation relativ einfach und simpel, aber einfach um zu gewährleisten, dass solche Dinge wie SSO, Sichtbarkeit nach außen und auf jeden Fall auch funktionieren und ordentlich eingerichtet sind, hilft Ihnen da unser Business Services Team sehr gerne weiter. Ansonsten, ich habe es jetzt nicht auf der Folie, was den Termfinder angeht. Der Termfinder hat, Sie sehen es auch gleich, in der Vorschlagsfunktion auch ein Capture mit eingebaut, sodass sowas wie automatisiertes E-Mail-Spamming und so nicht möglich ist. Und die Applikation selber benutzt einen kleinen Webserver, um die Inhalte bereitzustellen. Der ist natürlich mit einem Reverse Proxy abgesichert, sodass der Zugriff dann auch entsprechend nur von dem jeweiligen Netzwerk möglich ist. Okay.
Ich zeige Ihnen mal einfach eine Live-Demo. Und ich beginne mit Term Finder. Was Sie hier sehen, ist das die MemoQ Term Finder Applikation in der Standard-UI. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, hier auch Logo und Ähnliches auszutauschen, anzupassen. Sie können die Farben entsprechend der üblichen und übrigen Corporate Identity entsprechend auch anpassen und gegebenenfalls auch Schriftarten und so ersetzen. Ansonsten ist der Grundgedanke hier tatsächlich, das Ganze clean and simple zu halten. Wir haben ein Suchfeld. Wir haben zudem die Möglichkeit, die Eingangssprache, die Interface-Sprache auszuwählen. Aktuell werden drei Sprachen unterstützt. Sollte der Bedarf für eine weitere Sprache gegeben sein, kann das auch entsprechend schnell angepasst werden. Ansonsten haben Sie hier die Möglichkeit, auch auszuwählen, von welcher Sprache in welche Sprache Sie suchen möchten. Und in diesem Fall werden nur die möglichen Sprachen angezeigt, die tatsächlich auch in diesem Glossar hinterlegt wird. Das heißt, Sie haben immer eine Liste von den Sachen, in denen Sie wirklich untereinander suchen können, anstatt dass Sie eine Gesamtliste von 300 irgendwas Sprachen haben. Ebenfalls ist es möglich, nach Metadaten zu filtern. Das heißt, wenn wir gleich Suchergebnisse haben und diese mit Metadaten komplett versorgt sind, kann ich hier ganz gezielt auch Dinge abwählen, einfach um die Übersichtlichkeit etwas zu verbessern. Und zudem sehen Sie hier die Filter. Das sind einfach die drei Ressourcen, die an diesem Tool angebunden sind aktuell. Sie können also nicht nur eine Terminologiedatenbank aus MemoQ in dieses Tool einbinden, sondern auch mehrere und haben dann aber immer noch die Möglichkeit, gezielt die Suche dann auf eins oder mehrere auszuführen. Ansonsten, ich gebe einfach mal einen Begriff ein. Ich bekomme automatisch auch Alternativvorschläge, die sich ebenfalls im Glossar befinden. Das heißt, ich kann hier quasi auch schon bei der Eingabe sehen, welche möglichen Benennungen mir ebenfalls zur Verfügung stehen. Und mit Klick auf Suche bekomme ich quasi das Suchergebnis. Sie sehen, das ist super schnell, es ist sehr einfach gehalten, aber dennoch mit einem hohen Mehrwert für das Unternehmen, weil sie tatsächlich dann nicht nur der Übersetzungsabteilung die Sachen quasi bereitstellen, sondern auch anderen Abteilungen, die ebenfalls dann einheitliche Terminologieverwendung machen können. Ansonsten, was Sie hier sehen, Sie sehen jetzt hier Englisch ins Deutsche. Die orange ge geschriebenen Sachen sind quasi die Metainformations Überschriften, daneben finden Sie die Metainformationen selbst und hier wird dann auch nur das angezeigt, was entsprechend vorhanden ist. Und was Sie auch sehen können, ist, dass zum Beispiel verbotene Begriffe auch mit Symbolen gekennzeichnet sind. Dieses soll jetzt einen verbotenen Begriff darstellen, das heißt, auch das wird entsprechend mit rausgegeben, sodass wirklich auch Personen ganz gezielt sehen können, welche Benennungen die Vorzugsbenennungen sind und welches die verbotenen Begriffe sind. Wenn ich weiter runter scrolle, sehe ich ähnliche Begriffe. Das heißt, es findet auch immer eine Art Fuzzy-Suche statt, damit tatsächlich dann auch geguckt werden kann, was sich übergreifend darin befindet. Und wenn ich jetzt mal nach einem anderen Begriff suche, dann bekomme ich zum Beispiel für den Suchbegriff MemoQ Web zum einen den Eintrag aus meinem Glossar, zum anderen bekomme ich aber auch weitere Begriffe vorgeschlagen, da sich zum Beispiel in der Definition selbst der Begriff befindet. Das heißt, dieses Tool kann auch Definitionen durchsuchen, um dann wirklich den Benutzerinnen und Benutzern eine maximale Anzahl an Ergebnissen zu bieten. Metadaten kann ich entsprechend wegfiltern. Das heißt, wenn ich die Übersichtlichkeit etwas verbessern möchte bei vielen Einträgen, nehme ich das einfach mal weg und Sie sehen schon, automatisch wird es entsprechend entfernt. Und das kann ich mir aber auch jederzeit wieder entsprechend so einstellen. Ein wesentliches Feature dieses Tools ist die Funktion Terme vorzuschlagen. Das heißt, Sie finden hier oben rechts die Möglichkeit Term vorschlagen. Klicke ich da drauf, bekomme ich ein relativ einfach gehaltenes Formular mit einigen Feldern. Davon sind einige auch optional. Das heißt, ich kann, wenn ich direkt auch schon sicher bin, die Übersetzung sollte so und so lauten, kann ich entsprechend auch schon einen Übersetzungsvorschlag hier geben. Das Ganze ist natürlich optional. Im Zweifel entscheiden das dann natürlich auch die Terminologen und Terminologinnen. Ich kann meine E-Mail-Adresse mit hinterlegen. Das heißt, ich gebe auch die Möglichkeit für Rückfragen an die Kolleginnen und Kollegen und ich kann einen kurzen Kommentar hinzufügen, der einfach dann möglicherweise vielleicht schon eine Definition beinhaltet oder den Verwendungszweck oder ähnliche Sachen. Sie sehen hier unten das Capture. In diesem Demo-Tool funktioniert es jetzt so nicht, einfach weil es
Demo-Tool ist, aber grundsätzlich gibt es auch das Capture, damit eben nicht entsprechend unendlich E-Mails hier geschickt werden können, sondern auch tatsächlich nur dann jeweils eine E-Mail an das Tool geht. In dem Moment, wo ich auf Abschicken klicke, wird im Hintergrund quasi einfach eine E-Mail generiert und die kann an eine einzelne Person gehen, die kann auch an eine Mailbox, die kann auch an einen E-Mail-Verteiler gehen. Da sind Sie auch komplett frei, was die Konfiguration angeht. Stichwort Konfiguration. Es gibt im Wesentlichen eigentlich nur zwei Dateien. Die eine beschäftigt sich primär mit der Serverkonfiguration, also in diesem Fall der E-Mail-Server, die Verbindung zum MemoQ-Server selbst. Und die andere Datei beschäftigt sich damit mit dem Look and Feel quasi. Welche Farben, welches Logo, welche Metainformationen wollen Sie standardmäßig ausgeben, wollen Sie nicht ausgeben, sodass auch die Konfiguration relativ einfach ist. Für die Techniker unter Ihnen, das ist eine JSON-Datei, also kein Hexenwerk an der Stelle, sondern auch relativ schnell und einfach anpassbar. Datenaustausch passiert im Hintergrund über die Web Service API zu einem festgelegten Zeitpunkt. Das ist in der Regel nachts. Das heißt, das wird einmal nachts werden die Inhalte aus MemoQ oder aus Qterm werden die eingelesen. Die werden einmal indexiert und stehen dann automatisch direkt hier zur Verfügung in aktuellster Form. Und Stichwort Performance, das heißt, wenn Sie sehr, sehr umfangreiche Glossarlisten haben, werden die Inhalte auch im Speicher, also im Arbeitsspeicher des Servers zwischengespeichert, sodass Sie auch wirklich viele, viele Personen gleichzeitig viele, viele Abfragen machen können. Das war jetzt der Termfinder an der Stelle. Und um das Ganze ein bisschen komplexer zu machen, haben wir unter anderem das Lookup-Tool. Das Lookup-Tool bietet den Vorteil, dass wir zum einen vorhandene MemoQ-User direkt mit überführen können. Das heißt, wir brauchen keine zweiten Accounts anlegen, sondern wenn die Web-Service-API zur Verfügung steht, werden automatisch die Benutzerinnen und Benutzer aus MemoQ verwendet. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, auch SSO einzubinden oder entsprechend über dedizierte Benutzernamen und Passwörter. Das heißt, Sie loggen sich in dem Moment ein. Auch hier ist die Oberfläche relativ einfach gehalten. Sie haben hier auch die Möglichkeit, entsprechend nach der Sprache zu filtern in oder beziehungsweise aus und in die Sie suchen möchten. Das Ganze passiert hier oben. Die Liste ist jetzt schon etwas länger als eben. Tatsächlich sind das die Sprachen, die in den Ressourcen theoretisch zur Verfügung stehen. Ich zeige Ihnen auch gleich noch einmal die Admin-Seite von diesem Tool. Das heißt, Sie haben dann hier die Möglichkeit, aus einer Sprache in zum Beispiel ein oder mehrere Sprachen zu suchen. Das Ganze passiert über die Checkboxes hier. Können dann entsprechend sagen, worin Sie suchen möchten, also ob Sie nur in der Quellsprache oder nur in der Zielsprache oder eben in beiden Sprachen suchen möchten. Sie haben gewisse Operatoren, ganz klassisch, das Wort beginnt mit oder das Wort, der Satz enthält oder das Wort enthält Teile davon, beziehungsweise auch ein exakter Treffer. Und Sie können zudem hier auch sagen, ob das Ganze entsprechend Matchcase sein soll oder nicht. Es gibt hier keine Vorschlagsmöglichkeit an sich. Aber wenn wir jetzt mal, ich komme aus Hamburg, nach der Elbphilharmonie suchen, bekommen wir quasi schon die ersten Ergebnisse auch direkt ausgeliefert. Und das Ganze ist so unterteilt, dass wir als erstes hier die Terminologie-Datenbank-Ergebnisse haben. An der zweiten Stelle dann die TM-Ergebnisse und an der dritten Stelle die Konkordanzergebnisse. Zu der Logik, es ist so, ich habe jetzt nach Englisch und Deutsch gesucht. Ich habe sie oben einmal so eingestellt. Das heißt, ich bekomme auch für diese beiden Sprachkombinationen oder für diese Sprachkombination ein Ergebnis ausgeliefert. In diesem Fall ist die Matchrate 100%, einfach weil es ein exakter Treffer ist aus dem Glossar. Und ich habe mein Tool so eingestellt, dass ich bestimmte Metainformationen angezeigt bekomme, wie zum Beispiel, aus welcher Terminologie-Datenbank kommt das, was ist die Sprache, wann wurde das erstellt, wer hat es erstellt und, und. Also auch das können Sie hier personalisieren oder auch reduzieren. Und ich hatte es erwähnt, wir können auch Bilder mit ausgeben. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Image klicken. Okay, Demo-Effekt. Dann wird quasi das Bild im nächsten Tab geöffnet. Genau. Wir haben die TM-Ergebnisse, das heißt, in diesem Fall haben wir eine Matchrate von 61%. Diese Matchrate bezieht sich tatsächlich auf die Suchergebnisse in diesem Tool. Und das Tool ist so eingestellt, dass wir nur Ergebnisse bekommen, die 60% oder höher sind. Das heißt, wir werden hier nicht mit
mit vielen, vielen nicht guten Matches überschwemmt, weil das tatsächlich eher klassisch die Konkordanzsuche ist und wir ja wirklich hier gezielt auch sehen wollen, wie gut ist denn die vorhandene Übersetzung für den Fall, dass ich aus einer anderen Abteilung oder aus einem Unternehmen heraus entsprechend eine Entsprechung suche. Das heißt, hier ist die Vorschlagsliste relativ gering. Wir haben ein Segment hier. Ich kann aber auch hier sehen, aus welcher Ressource das kommt. Ich kann auch die Sprache sehen. Ich kann hier theoretisch auch sehen, wenn ich die Metainformationen denn fleißig gepflegt hätte, wer der Kunde ist, welche Domain das ist, welches Fachgebiet und, und. Ich kann auf jeden Fall sehen, wer es wann erstellt hat. Und ein wesentlicher Vorteil von diesem Tool für die das relevant ist, ich kann hier tatsächlich auch den Kontext mit ausgeben. Das heißt, auch das, was in Transition Memory gespeichert ist, das Segment vor dem jeweiligen Treffer und auch nach dem jeweiligen Treffer wird mir hiermit angezeigt, sodass ich dann tatsächlich auch sagen kann, okay, dieser Match scheint in diesem Kontext auch richtig zu sein, damit es dann nicht zu Doppeldeutigkeiten kommt. In der Konkordanzsuche sieht das Ganze schon ein bisschen umfangreicher aus. Das heißt, hier kriege ich tatsächlich eine ganze Reihe von Treffern, quasi eigentlich alle, die dieses Wort Elbphilharmonie beinhalten. Und das Ganze ist standardmäßig absteigend nach Matchrate sortiert in diesem Fall. Ich kann das Ganze dann aber auch umgekehrt sortieren, wenn ich möchte, durch einfachen Klick auf den Pfeil. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nicht unbedingt nach Matchrate filtern und sortieren, kann ich aber auch einfach in die anderen Felder klicken und habe auch hier die Möglichkeit, dann entsprechend danach zu sortieren. Denn ich könnte auch nach Datum sortieren, also auch hier sind sie maximal flexibel. Ich nehme mal einen anderen Begriff. Das heißt, ich habe jetzt hier bei Lion habe ich jetzt in der Konkordanzsuche eine Matchrate von 2%. Das heißt, hier wird mir dieser Treffer auf jeden Fall mit ausgegeben, weil ich mich eben in der Konkordanzsuche befinde. Und jetzt versuche ich mal einfach so ein bisschen mehr Segment dazu zu nehmen. Ich füge das mal mit in die Suche mit ein. Da war irgendwo noch. Okay, jetzt sind wir bei 49%. Das heißt, ich habe hier jetzt einen TM-Treffer tatsächlich auch schon angezeigt, weil ich mich eben über dieser 60%-Marke befinde. Das heißt, in diesem Fall wird mir dann auch gesagt, was der gespeicherte Match ist. Und wenn wir jetzt mal das komplette Segment nehmen, dann befinden wir uns hier auch dann bei den 100%. Das heißt, hier ist es dann wirklich die 100%-Entsprechung aus dem Translation Memory, also genauso, wie es im Translation Memory gespeichert ist. Parallel dazu kriege ich natürlich auch mein Ergebnis wieder ausgegeben für die Terminologiedatenbank. Also wenn ich wieder nach Löwe suche, habe ich auch hier wieder den Treffer aus der Terminologiedatenbank. Hier mit einer abgeschwächten Matchrate, einfach weil es sich nur um einen Teil des Begriffes handelt. Also es ist also ein Begriff aus drei Einzelwörtern. Hier sollte jetzt auch die Vorschau funktionieren. Perfekt, super. Das heißt, das ist das Bild, was dem Term hinterlegt ist. Und wenn ich jetzt mal sage, ich nehme mal noch Dutch and French mit dazu. Suche erneut nach Lion. Sekunde. Das ist der nächste Demo-Effekt, aber auch da würde mir dann das Termergebnis aus der niederländischen und auch aus der französischen Termbase mit angezeigt, damit ich tatsächlich auch nicht nur glossarkonform, sondern auch tatsächlich sprachübergreifend konsistent übersetzen kann an der Stelle. Ein weiterer Vorteil ist das Exportieren, also das Exportieren meiner Ergebnisse, wenn ich eine große Liste von Ergebnissen habe, die ich einfach anderen Personen zur Verfügung stellen möchte. Dann kann ich hier einfach auf Export to XLSX klicken und im Hintergrund wird einfach eine Excel-Datei erstellt, die mir dann quasi genau diese Sachen nochmal auflistet, die ich dann zum Beispiel für die weitere Verwendung mit anderen Kolleginnen und Kollegen durchsprechen kann. Das Ganze geht auch für die TM-Results und auch für die TB-Results. Das heißt, Sie haben auch hier eine Möglichkeit, die Sachen dann entsprechend zu exportieren. Wenn Sie diesen Export aus irgendwelchen Gründen nicht machen möchten, können Sie das natürlich auch deaktivieren. Und das machen Sie in der Admin-Konsole. Auch die ist relativ einfach gehalten. Das heißt, Sie sehen hier zum einen, welche Ressourcen stehen grundsätzlich zur Verfügung in eben dieser Sprachkombination. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte noch die Niederländische einmal prüfen, das heißt, das Tool kann Ihnen dann auch direkt anzeigen, es gibt für die Kombination Englisch-Niederländisch entsprechend diese eine Ressource. Das heißt, Sie können hier relativ flexibel auch die Ressourcen an- und abwählen.
Gehen wir mal zurück. Hier in diesem Beispiel sind vier Ressourcen verfügbar. Ich möchte tatsächlich aber nur zwei für die jeweilige Suche dann auch den Personen generell verfügbar machen. Das heißt, sie können hier einfach an- und abwählen. Und in diesem Fall sind von diesen vier dann auch nur zwei entsprechend durchsuchbar für die Anwenderinnen und Anwender. Das Ganze sieht dann so aus, dass Sie als Anwenderinnen und Anwender hier auf Ressourcen klicken können und dann aber tatsächlich ganz frei entscheiden können, nochmal, ob Sie entsprechend wirklich in allen Ressourcen suchen möchten oder nur in den beiden, die in dem Fall vielleicht für Sie relevant sind. Also da haben Sie auf Anwenderseite dann auch nochmal die volle Flexibilität, wirklich ganz gezielt in vielleicht nur einer Ressource zu suchen, obwohl Ihnen theoretisch mehrere zur Verfügung stehen. Sonst zurück zu Admin. Neben dem technischen Teil, also sprich die Webservice-API, URL und der Token, haben Sie auch die Möglichkeit, noch ein paar andere Sachen einzustellen. Zum einen, ob Sie eben einen anderen OIDC-Provider verwenden möchten, ja oder nein. Sie haben auch die Möglichkeit hier zu sagen, ob Sie denn mehrere Sprachergebnisse für die Termbases ausgeben möchten oder nicht. Ich hatte es schon erwähnt, Sie haben auch die Möglichkeit, die Tags einzustellen, also ob Sie das Tag, ob Sie die Tags mit anzeigen möchten. In der Regel ist das dann immer schon ein bisschen unübersichtlicher und schon sehr, sehr technisch für die Personen, die sich mit Tags gar nicht auskennen. Von daher wäre Default eher auszuschalten, aber es ist theoretisch möglich. Sie haben die Möglichkeit, auch bestimmte Metadatenfilter direkt vorzuwählen. Das heißt, in diesem Fall können Sie sagen, bestimmte Metadaten werden gar nicht angezeigt oder nur die werden angezeigt. Und wenn Sie möchten, dass Sie zum Beispiel in einem nur Working Term oder nur Master Term suchen können, können Sie das hier entsprechend auch einstellen. Download unterbinden ist hier ebenfalls möglich. Und was Sie im unteren Teil sehen, ist quasi die Benutzerverwaltung. Das heißt, Sie haben hier auch die Möglichkeit, wirklich zu sagen, wer ist Admin in diesem Tool? Wer darf überhaupt irgendwas machen? Und das Ganze machen Sie entweder manuell, indem Sie die Personen hier hinzufügen. Oder für den Fall, dass Sie die Web Service API angebunden haben, würde die Gruppenrichtlinie quasi von MemoQ übernommen. Das heißt, Sie haben dann hier die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wer Admin in meinem MemoQ TMS ist, der darf ebenfalls auch Admin hier sein. Das heißt, Sie müssen sich hier auch nicht nochmal um die Benutzernamen und Rechteverwaltung an der Stelle kümmern. Genau. Das ist im Wesentlichen eigentlich das, was diese beiden Tools können. Also der ganz offensichtliche Vorteil ist, Sie haben eine ganz einfache Möglichkeit geschaffen, Personen, die sich so gar nicht mit CAD-Tools, so gar nicht mit Übersetzung auskennen, dennoch diese mehrsprachigen Inhalte zur Verfügung zu stellen und das tatsächlich über ein Webinterface, was relativ selbsterklärend ist. Also wenn wir jetzt mal das Termfinder noch dazu nehmen, was relativ selbsterklärend ist, was komplett übersichtlich ist und natürlich vom Browser zu bedienen ist. Das heißt, Sie können es nicht nur am Computer benutzen, Sie können es auch zu Hause auf dem Sofa vom Tablet machen, wenn Sie dort abends noch einen Text finalisieren oder lektorieren möchten. Ansonsten, wenn Sie jetzt Fragen haben, gehen wir mal einfach zu den Fragen. Okay, eine Frage ist, ich lese mal kurz schnell durch. Wir haben Termfinder mit ein paar Sprachen drin. Englisch, Französisch kommt immer zuerst, wenn wir die Webpage öffnen. Wir möchten aber Englisch, Deutsch haben. Wie sollen wir es machen? Tatsächlich kann das zum einen daran liegen, dass möglicherweise noch die Cookies irgendwo im Browser gesetzt werden, dass sich das der Browser quasi gemerkt hat. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, aber auch das in der Konfiguration entsprechend einzustellen, sodass Sie dann quasi auch immer erstmal das bekommen, was die präferierte Suchrichtung ist an der Stelle. Die nächste Frage ist Termfinder. Kann man da Related Terms haben, beziehungsweise eine Verlinkung zu anderen oder zu anderen Einträgen? Ja und nein. Also was Termfinder tatsächlich ausgibt, sind einfach nur die Daten aus der Terminologie-Datenbank. Sollten Sie aber zum Beispiel in einem Metainformationsfeld eine Relation oder eine Verlinkung zu einem anderen Term haben, können Sie dieses natürlich mit ausgeben. Das Ganze könnten Sie auch so gestalten, dass Sie diese Metainformation in Q-Term zum Beispiel so formatieren, dass es im Browser als klickbaren Link ausgegeben wird. Das heißt, im Browser ist es einfach ein Link, den Sie klicken können. In Q-Term selber sehen Sie natürlich dann komplett das HTML-Markup, was dann nicht immer so ganz so praktisch ist, aber theoretisch ist das möglich. Ansonsten so eine grafische Relation herstellen zwischen den Termen ist in Termfinder erstmal noch nicht möglich, einfach weil wir nur die Daten aus der Datenbank rausgeben. Die nächste Frage ist, werden Live-Docs auch eingebunden oder nur TMs?
Stand jetzt sind es nur die TMs mit der Konkordanzsuche, aber natürlich ist auch denkbar, die Live-Docs mit hinzuzunehmen. Das Ganze steht auch tatsächlich bei uns mit auf der Roadmap, wenn es darum geht, den Web-Editor quasi jetzt ins neue Design zu überführen. Einige von Ihnen werden es sicherlich schon gehört und gelesen haben. Dann ist natürlich auch sowas angedacht, dass der TM-Editor und auch Live-Docs-Editor mit ins Web wandert. Und dann sind auch solche Sachen natürlich mit denkbar. Stand jetzt ist die Funktion aber nicht eingebaut. Und dann ist noch eine Frage: Bräuchten Mitarbeiter, die nicht in MemoQ arbeiten, auch eine Lizenz, um die Abfragen durchführen zu können? Ja und nein. Also das Lookup-Tool benötigt tatsächlich eine Web-Lizenz, die dann einfach genutzt wird für den Moment, in dem das Tool geöffnet ist. Sollte keine Web-Lizenz verfügbar sein, wird eine PM-Lizenz genommen. Termfinder selber benötigt aber keine Lizenz an der Stelle. Gibt es die Möglichkeit, vorhandene Einträge aus QTerm zu übernehmen, samt Metadaten, um nicht alles neu anlegen zu müssen? Gute Frage. Vielleicht war es nicht so deutlich von mir. Tatsächlich müssen Sie nichts neu anlegen. Also was im Hintergrund passiert, es werden einfach genau die Daten, die Sie bereits in QTerm oder in MemoQ in der Terminologieverwaltung haben, werden einfach nur abgefragt. Hier wird nichts nochmal doppelt angelegt oder nochmal neu gespeichert oder Sie müssen auch nicht nochmal eine komplett neue Terminologieverwaltung machen, sondern Sie greifen einfach auf die bereits vorhandenen Daten zu. Durch den Termfinder, durch ein einfaches Update in der Nacht, da wird das quasi einfach rüberkopiert oder im Lookup-Tool durch das Abfragen über die Resource API quasi in Echtzeit. Also nein, Sie brauchen hier nicht nochmal doppelte Arbeit machen. Das ist auch der wesentliche Vorteil tatsächlich. Ich finde auf der MemoQ-Website das Lookup-Tool nicht. Gibt es einen Link zu mehr Infos über Preise und so weiter? Ja, die Links, die Sie hier in dem Webinar auch sehen, die sind quasi von außen zugänglich. Das heißt, Sie können den Termfinder können Sie hier über diesen Link von außen erreichen und auch testen. Das Lookup-Tool selber bedarf einer Authentifizierung. Das können Sie so jetzt hier öffentlich nicht testen. Aber wenn Sie bereits schon MemoQ-Kunde sind oder Interessent, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit ihrer Salesperson auf oder senden auch gerne mir im Nachgang noch eine E-Mail. Dann stellen wir gerne den Kontakt her bezüglich, wie wir das Deployment machen können, bezüglich Pricing, verschiedene Möglichkeiten, die dann zur Verfügung stehen. Ja. Wenn Sie bitte noch einmal die Sprachen auflisten, in welcher die Terminologie in Termfinder und Lookup-Tool bereitgestellt werden. Auch das ist tatsächlich genauso, wie es im MemoQ angelegt wird. In diesem Fall, in meinem Beispiel im Termfinder, sehen Sie hier drei Sprachkombinationen. Das sind im Prinzip die Sprachen, die sich in dieser Terminologie-Datenbank schon befinden. Das heißt, hier werden wirklich nur diese drei Kombinationsmöglichkeiten angezeigt, weil einfach nicht mehr Kombinationsmöglichkeiten hier vorliegen. Natürlich ist es so, wenn hier noch eine vierte, fünfte Sprache hinzukommt, wird die auch automatisch in Termfinder mit ausgegeben. Und im Lookup-Tool ist es ähnlich. Hier sehen Sie auch die Liste der Sprachen, die prinzipiell für die Recherche zur Verfügung stehen, auf Basis der Sprachen in den jeweiligen Ressourcen. Aber auch hier ist, wenn eine Sprache hinzukommt, sowohl im Translation Memory als auch in der Termbase, würde die hier entsprechend auch verfügbar sein, sodass Sie hier eigentlich alle, also nicht nur eigentlich, sondern Sie können hier alle Sprachen, die Sie im MemoQ selbst haben, auch komplett mit abbilden. Heißt das, dass ein bestimmter Kunde theoretisch auch Zugriff auf Term-Datenbanken von anderen Kunden hat? Ganz klares Nein. Oder kann ich die Ressourcen für jeden einzelnen Kunden gesondert festlegen? Also grundsätzlich ist es so, dass diese Umgebung natürlich erstmal komplett abgeschirmt von der Außenwelt ist, sondern wirklich nur den Personen zur Verfügung gestellt wird, die das entweder über die entsprechende Berechtigung, über SSO oder Username und Passwort können oder im Fall von Termfinder zum Beispiel das interne Netzwerk. Es gibt Möglichkeiten in Termfinder dann auch zu sagen, es gibt einige Begrifflichkeiten, die zum Beispiel nach außen sichtbar sein dürfen. Das heißt, wir haben bestimmte Begriffe, die sind vielleicht einfach public, weil sie möchten, dass es gerne auch ihre Dienstleister, ihre sonstigen Interessenten ebenfalls benutzen können. Dann können Sie das auch so einteilen und dann können Sie auch gleichzeitig sagen, welche Begriffe auf jeden Fall nicht nach außen gehen sollen. Das heißt, Sie haben eine Termfinder-Instanz, können aber ganz gesondert sagen, welche Inhalte von außen erreichbar sind und welche nicht. Und bei Lookup-Tool ist es ähnlich. Auch hier können Sie es einfach ganz klar darüber steuern, wer hat überhaupt Zugriff auf dieses Tool, sprich SSO, Login, und können darüber die Zugriffssteuerung machen. Wenn Sie hier unterscheiden möchten zwischen externen und internen, können Sie auch zwei, drei Lookup-Tool-Instanzen parallel laufen lassen, damit Sie wirklich ganz klar diese Inhalte voneinander trennen. Aber nochmal, im Standard sind diese Sachen natürlich nicht von außen erreichbar.
Genau, dann war noch die Frage nach Slowakisch, Slowenisch, Russisch, Ukrainisch. Ja, also tatsächlich alle Sprachen, die in MemoQ so unterstützt werden, im MemoQ-Client, in MemoQ-Web, werden auch in den jeweiligen Tools so mit ausgegeben. Genau. Auch das, guter Punkt vielleicht bezüglich Zeichensatz. Ich hatte jetzt in meinem Beispiel nur Deutsch, Englisch, Französisch. Natürlich werden auch Sonderzeichen, Sprachen, Rechts- nach Links-Sprachen zum Beispiel, werden natürlich auch korrekt wiedergegeben, weil wir hier natürlich auch mit einem ganz normal passenden Zeichensatz dann dafür auch arbeiten. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Tools nur für die Serverinstallation gibt? Wie sehen die Pläne für MemoQ in der Cloud aus? Also diese Tools sind tatsächlich Windows-Applikationen, die laufen in dem Internet Information Service von Microsoft Windows. Das ist einfach der Natur bedingt, dass die Architektur die gleiche ist wie auch MemoQ selbst. Im Hintergrund funktioniert der Datenaustausch quasi über die API. Sie müssen diese Tools aber nicht zwingend auf dem MemoQ-Server installiert haben. Das heißt, Sie können diese Tools auch auf einem anderen Server installiert haben, sofern es sich hier um einen Windows-Rechner handelt und dieser Server oder dieser Rechner natürlich auch vom MemoQ-Server aus erreichbar ist. Also das obliegt komplett Ihnen, wo Sie es und wie Sie es installieren möchten, aber es ist tatsächlich eine Windows-Applikation, die Zugriff dann für MemoQ auch benötigt. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. In diesem Fall, ich teile es einfach nochmal ganz kurz. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenn es noch irgendwie Interesse, wenn es Gesprächsbedarf gibt, wenn Sie es testen möchten, wenn Sie es in Ihre schon bestehende MemoQ-Plattform mit einbringen möchten, auch testweise natürlich, also Sie können das gerne vorher natürlich testen, dann schreiben Sie uns einfach, kommen Sie auf uns zu. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung, dass Sie es dann natürlich auch mit Ihren Daten testen können, in Ihrem Setup und hoffentlich in dem Fall, dass Sie zufrieden sind, natürlich auch zu einem attraktiven Preis kaufen können. Melden Sie sich einfach bei uns. Ansonsten, wenn noch weitere Fragen sind, ebenfalls schreiben Sie uns eine E-Mail, schreiben Sie mir eine E-Mail und wir kommen gerne auf Sie zurück. Ansonsten vielen Dank an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen schönen Nachmittag und bis dann. Bye, bye.